Heute haben wir wieder viele interessante Tipps für Sie. Es geht auf der einen Seite um die gesunde Ernährung, es geht um Low Carb und deswegen ist Alexander Grimme heute zu Gast. Er ist vom Hobbykoch man kann schon sagen, Ernährungsberater geworden auf eine gewisse Art und Weise. Das heißt, du möchtest die Menschen wirklich ranführen mit köstlichen Low Carb Rezepten, ein bisschen über die Gesundheit und vielleicht auch über das Leben nachzudenken. Wie du dazu gekommen bist, das wird er uns erzählen. Nicht nur das, Stefanie Kralewski ist heute auch zu Gast. Die wird uns eine wahre Geschichte erzählen. Dieses Mal geht es um die Questico-Beraterin Elke Wehner, die ich denke mal, jemand anderem gut weiterhelfen konnte. Und der Danny ist auch mal wieder im Studio, denn der hat heute für... Sag mal, so ein bisschen Comedy, was du jetzt gerade hier machst, oder? Was denn? Es ging eigentlich darum, dass der Danny die besten Tipps fürs Büro bei diesen Temperaturen, apropos, die zurzeit in Deutschland herrschen, heraussuchen soll. Bei 35 Grad im Büro zu sitzen, das ist schon anstrengend. Aber wenn ich dich jetzt gerade so angucke, Danny, ist mit Sicherheit kein Chef darüber erfreut, wenn er diese Tipps, wenn du diese Tipps heute weitergibst. Sieht total chillig aus. Ist auch. Also welche Tipps und ob diese Tipps auch wirklich umsetzbar sind, das werden Sie heute auch erfahren in dieser Stunde. Jetzt geht es erstmal um Essen ohne Kohlenhydrate. Ist für mich ja auch so eine Sommerküche eigentlich, weil sie klingt schon wieder so gesund, sie klingt so leicht. Im Winter, da nimmt man gerne mal was Deftiges zu sich. Ist es mehr eine Sommerküche oder ist es eine 365-Tags-Küche, Alexander? Ist eine 365-Tags-Küche. Also da finden sich auf jeden Fall auch deftigere Rezepte, sage ich mal, wie man auch in die Wintermonate mal reinpacken kann. Man hat immer das Gefühl, wenn es um gesunde Ernährung geht, dann muss es eine rein vegane und vegetarische Ernährung sein. In deinem Buch sind aber Rezepte für jedermann dabei. Genau, würde ich auch so erstmal verneinen, weil Kohlenhydrate an sich gehören zur Ernährung dazu. Der Körper braucht Kohlenhydrate. Egal, ob es jetzt vegan, Low Carb oder sonst irgendwas ist, würde ich also schon sagen, dass meine Rezepte so, die sind jetzt auch nicht so krass auf null, Richtung null Kohlenhydrate, also nicht wirklich so, wie der Name auch sagt, Essen ohne Kohlenhydrate, weil das geht halt nicht wirklich. Genau, Low Carb übersetzt bedeutet wenig, gar keine Kohlenhydrate. Genau, bedeutet erstmal nur wenig. Kohlenhydrate. Wenig oder gar keine wird schwer, sonst müsste ich mich wirklich nur von Wasser ernähren oder von Käse. aber ich habe so ein bisschen lockerer mit den Rezepten. Das heißt, ich versuche zwar die Kohlenhydrate zu reduzieren oder auch Rezepte anzubieten von zum Beispiel einer Pizza oder Brot, wie man das umsetzen kann eben in einer Low-Carb-Variante. Hat das was mit gesunder Ernährung zu tun oder hat das was mit Abnehmen zu tun? Denn ich weiß, dass wenn man auf Kohlenhydrate verzichtet, eigentlich das meistens nur von den Menschen genutzt wird, die sagen, ich möchte jetzt einfach meine Idealfigur wieder erreichen. Also assoziiert wird Low-Carb bei uns heutzutage auf jeden Fall als erstes mal mit Abnehmen. Ist aber eigentlich auch falsch erstmal im ersten Schritt, weil Low Carb ist evolutionsbedingt eigentlich. Also der Mensch früher hat einfach nicht so den Zugang gehabt zu so viel Kohlenhydraten. Das hat sich jetzt einfach im Fortschritt von der Technik eben so entwickelt, dass wir 24/7 hier Zugang zu Supermärkten und zu Tiefkühlpizza und zu Essen einfach haben. Der Körper ist einfach so schnell nicht mitgekommen mit der Entwicklung. Der ist sozusagen noch in dem, um es mal blöd zu sagen, jetzt in dem Neandertaler-Zustand, ist aber eben einfach eine hocheffektive Maschine. Deswegen ist trotzdem der Schritt wieder zurück zu Low Carb erstmal kein Schritt, um jetzt bewusst Gewicht zu verlieren, sondern einfach nur erstmal, um sich gesünder und ausgewogener wieder zu ernähren. Low Carb auf Kohlenhydrate zu verzichten, ist ja wirklich ein bisschen kompliziert, weil es sind ja in so vielen Lebensmitteln versteckte Kohlenhydrate, wo man gar nicht darüber nachdenken würde, dass da Kohlenhydrate drinnen sind. Hast du da auch so einen gewissen Erfahrungswert mit in deine Bücher mit reingepackt, dass man auch so eine kleine Aufklärung bekommt? Also hauptsächlich geht es in den Büchern um Rezepte, also sind wirklich reine Rezeptbücher. Ich habe in das Vorwort schon immer so ein bisschen von meiner Philosophie mit reingepackt, um ja in solchen Bereichen auch, also so versteckte Kohlenhydratfallen. Wo ist zum Beispiel was drin? Wo ist so eine Falle, wo du selber vielleicht auch erstaunt warst, dass... Also das kommt natürlich darauf an, wie man sich sein Limit an Kohlenhydraten setzt. In Obst ist Kohlenhydrate drin, Fruchtzucker,
In der Banane zum Beispiel sind relativ viele Kohlenhydrate drin. In meiner Philosophie ist das aber erlaubt. Also ich esse jetzt keine Bananen, nur weil da ein bisschen Kohlenhydrate drin sind. Mhm. Sondern mir geht es mehr so um das Gesamtpaket. Keine Ahnung, also ich bin jetzt nicht so der Fan davon, hier pro Gericht darauf zu achten, dass da nur 10 oder 20 Gramm Kohlenhydrate drin sind, dann macht mir das auf Dauer einfach keinen Spaß. Man sagt ja auch immer, Kohlenhydrate sind aber auch etwas ganz, ganz Wichtiges natürlich für unsere Ernährung, für unseren Körper. Gerade Sportler, die ja viel in Bewegung sind, die Ausdauersport machen, die brauchen Kohlenhydrate. Ist das so? Sportler auf jeden Fall. Also Kohlenhydrate sind der Energielieferant. Kohlenhydrate ist auch nichts anderes als Zucker. Das heißt, in unserem Körper werden die Kohlenhydrate halt primär auch fürs Gehirn benötigt, dass wir leistungsfähig sind. Für Sportler, auch für die Energie oder für Kraftsportler, für den Muskelaufbau werden auch Kohlenhydrate benötigt. Also es ist auf jeden Fall ein Bestandteil von unserer Nahrung, der nicht... Also den sollte man nicht komplett streichen. Also, und das finde ich eigentlich ganz sympathisch, du gibst zwar Bücher raus, Essen ohne Kohlenhydrate, aber eigentlich sagst du selber, ja, das sind Rezepte, die ich anbiete, um die Kohlenhydrate zu reduzieren, aber das bedeutet nicht, dass man 7 Tage die Woche wirklich komplett ohne Kohlenhydrate leben soll oder leben muss. Nee, genau das sage ich nicht. Also ich bin jetzt im Moment daran, auch wirklich gezielt auf das Thema Abnehmen Ernährungspläne zu entwickeln, wo dann eben auch meine Rezepte drin vorkommen. Aber die Kochbücher an sich sind also wirklich erstmal nur reine Rezepte. Ich schreibe da niemandem vor, ernähr dich wirklich 7 Tage die Woche nur so. Mache ich selbst ja auch nicht. Also ich gehe auch mal joggen oder jeder isst gern Brot oder jeder geht gern mal zum Italiener, isst eine Pizza. Das möchte ich mir auch nicht verwehren. Also dazu schmeckt es dann zu gut. Du bist vom Hobbykoch eigentlich zu jetzt einem Unternehmer geworden, der sich wirklich mit diesem Thema komplett auseinandergesetzt hat. Du bist der Senkrechtstarter, gerade wenn es wirklich auch um dieses Thema geht. Das ist verrückt, denn du bist ja nicht der Einzige, der sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Was hast du anders gemacht? Also was ich speziell anders gemacht habe im Vergleich zu den anderen, kann ich gar nicht genau sagen, weil ich auch nicht sagen kann, wieso das über Facebook und also meine Facebook-Fanseite und meine Internetadresse, meine Internetseite, wo sich die ganzen Rezepte anbietet. Ich habe einfach gemacht, also und das hat dann halt irgendwie funktioniert. Mhm. Das habe ich dann natürlich angenommen und mich drüber gefreut. Dann mich auch darüber gefreut, dass da so viel Feedback und so viel negative und positive Kritik kam, auf die ich dann natürlich immer reagieren konnte. Also ich habe es einfach angenommen. Ich habe einfach frei nach Schnauze meine Rezepte da online gestellt. Und es hat dann einfach irgendwie funktioniert. Dass du mit deinen Rezepten natürlich auch zu einem leichteren Leben gelangt bist, darüber reden wir auch gleich, denn du hast über diesen Ernährungsplan, den du dir selber erstellt hast, ja auch einige Kilos verloren und hältst mittlerweile dein Gewicht. Wie die Bücher aufgebaut sind, wir gucken später natürlich auch nochmal genauer rein und vor allem, dass du mittlerweile nicht nur Bücher rausgibst, sondern eben auch noch wirklich Ernährungstipps in Form von Produkten, die du mitgebracht hast. Das heißt, man muss auf den Pfannkuchen nicht verzichten, aber man kann ihn trotzdem kohlenhydratfrei zu sich nehmen. Wie das funktioniert, das wirst du uns gleich mal sagen. Jetzt wollen wir erstmal ein bisschen in die Sterne gucken. Michael Allgeier, der hat sich heute mal einen Mann ausgesucht, den wir seit vielen, vielen Jahren verfolgen, beziehungsweise es war jetzt relativ lange ruhig um ihn, denn er saß im Gefängnis. Jetzt kommt er wieder raus. O.J. Simpson. Mein lieber Michael, es geht um O.J. Simpson. Wenn man an ihn denkt, dann denkt man natürlich immer noch, ich würde mal sagen, an den Skandal. Ist es mittlerweile 20, 25, 30 Jahre her? Ich weiß es gar nicht mehr. Es ist schon eine wahnsinnige Zeit her. Er wurde ja erst wegen Doppelmord angeklagt, seine Ex-Frau und dessen Lebensgefährte. Und trotz, sagen wir mal vorsichtig ausgedrückt, erdrückender Beweise wurde er freigesprochen. Aber Jahre später, wegen eines Raubüberfalls, kam er ins Gefängnis.
Und da wurde er zu 33 Jahren verurteilt und wird jetzt nach 9 Jahren im Oktober freigesprochen, kommt er raus, Anfang Oktober. Also es ist alles irgendwie eine komplizierte, verwirrende Geschichte. So ganz weiß man bis heute noch nicht, ob er an diesem Doppelmord wirklich schuldig war oder nicht. Naja, für den kann er ja auf jeden Fall nicht mehr verurteilt worden. Einmal freigesprochen, immer freigesprochen in dem Fall. Jetzt hat er sich im Gefängnis so gut bewährt, dass man ihn anstelle von 33 Jahren nach 9 Jahren schon freilässt. Also ist er eigentlich, klingt so komisch, wenn ich das über O.J. Simpson sage, ist er eigentlich dann ein braver Mann? Also Mord, ja. Raubüberfall, Also man darf Menschen nicht immer nur in Schwarz oder Weiß unterteilen und wir wissen nicht, ob er jetzt der Mörder von seiner Ex-Frau war. Obwohl ich ein bisschen geneigt bin, das persönlich zu glauben, aber natürlich dürfen wir das nicht jetzt in dieses Horoskop hineininterpretieren. Das ist aber mal eine ganz wichtige Aussage, die du gemacht hast. Denn ich glaube, wenn du neutral auf ein Horoskop blickst von jemandem, und das tust du ja ganz oft auch bei leichter Leben, von dem du gar nichts weißt, ist das für dich als Astrologe dann einfacher, als jetzt zum Beispiel in das Horoskop von O.J. Simpson zu blicken? Klar. Weil ja, von dem weiß man natürlich schon ein bisschen was. Ja, klar. Und es besteht immer die Gefahr, als Astrologe oder als Berater, auch als Psychologe, subjektiv zu urteilen und sein eigenes Denken damit hineinzubringen. Tut man auch immer. Aber natürlich sollte man sich zumindest um größtmöglichen Respekt und Objektivität bemühen. Ja? Mhm. Es gibt ja viele Menschen, die haben Gewaltaspekte in sich. Der berühmteste Beispiel ist Mahatma Gandhi. Der hat ja für den gewaltlosen Widerstand gepredigt. Der hatte so viel Gewaltaspekte in sich, der hätte also wirklich für einen Massenmörder gereicht. Aber aufgrund seiner höheren Weltanschauung hat er gesagt, nein, ich will den Frieden und nicht den Krieg. Ja? Also jeder Mensch kann sich auch gegen seine Aspekte entscheiden. Und sagen wir mal, Simpson ist natürlich auch ein Erfolgsmensch gewesen, ein unglaublich erfolgreicher Sportler. Und der hat dieses ein tolles Sonne-Jupiter-Trigon im Horoskop. Das heißt, er kann also nicht nur ein ganz schlechter Mensch sein, er ist auch ein erfolgreicher Mensch und hat auch irgendwo einen guten Kern. Seine Kinder lieben ihn nach wie vor und freuen sich, dass er rauskommt. Er ist ja kurz nach dem Krieg geboren und hat diese Saturn-Pluto-Konjunktion im Horoskop. Also das war ja zu diesen grauenhaften Vorgängen damals, Kriegszeiten, hat er im Horoskop, hat er im 12. Haus, das sind die inneren und die äußeren Feinde, und das ist schon einer der schwierigsten Aspekte überhaupt, die auch mit Gewalt verbunden sein können. Und wenn man jetzt rein psychologisch sein Horoskop anschaut, also in der zweiten Ehe, war er unglaublich eifersüchtig auf seine Frau. Ja. Und wenn man dann sein Horoskop anschaut, warum war er so eifersüchtig, dann sieht man, also man weiß, er ist selber ein Scheidungskind gewesen. Er hat einen sehr schwierigen Mond, das heißt, er war vielleicht nicht als Kind erwünscht. Seine Mutter war nicht so wirklich da für ihn. Und das ist ein Trauma, das er ganz sicher mitgeschleppt hat. Ja, das er ganz sicher in seinem Leben mitgeschleppt hat. Und was das jetzt alles ausgewirkt hat, das können wir nicht hundertprozentig sagen. Ich meine, jetzt ist er knapp 70, oder? Wenn er jetzt aus der Haft entlassen wird. Oder er ist 70, ja? Er ist 47 geboren, ja. Ja, dann ist er 70. Wenn du so ein bisschen in die Zukunft jetzt blickst, wie sieht es jetzt so in der nächsten Zeit bei ihm aus? Also ist es der Jupiter, die Sonne sozusagen, die ihm da übers Haus strahlt? Oder sind doch auch schwierige Aspekte alleine wegen der Vorgeschichte vorhanden? Ja, also ich glaube, es wird besser für ihn. Und natürlich, wenn man sowas getan hat, wenn er es denn getan hat, mit so einem Gewissen, muss man immer leben. Ja? Mhm. Und ich glaube, da ist man oftmals mehr gestraft, wie wenn man im Gefängnis sitzt. Das muss man auch sagen. Er hat tatsächlich einen guten Jupiter-Einfluss ab Oktober. Er hat nämlich in seinem Geburtshoroskop steht Jupiter im Skorpion. Und der Jupiter geht dann wieder in den Skorpion hinein und Jupiter hat ja auch immer, um das ganz grob zu sagen, auch mit Befreiung, Entfaltung und so weiter zu tun und mit Glück natürlich auch. Ja.
Na, ich sage ja immer im Zweifel für den Angeklagten, obwohl es beim Fall Simpson wirklich ein bisschen schwierig war, das Ganze auch so zu sehen. Ja. Was ich ganz interessant fand, ich habe einen Artikel gelesen, auch über ihn, dass er jetzt eben wegen guter Führung rauskam und dass er ja eigentlich auch wieder sich so ein bisschen rausgeredet hat, dass es ja eigentlich gar kein Raubüberfall war, sondern dass er sich ja eigentlich seine Sachen, um die es ging, weil es ging ja um einen Fan, glaube ich, der ein paar Gegenstände von ihm hatte, dass er die eigentlich nur wieder zurückholen wollte und dann ist das halt ein bisschen eskaliert und plötzlich halt mit Waffe und so weiter und so fort. Aber schon wieder irgendwie so ein bisschen Ausrede. Ja, er ist ein Er war schon wieder der Schuld. Er ist schon ein Typ, der, also er hat ein um es nochmal genau zu sagen, ein Mond, der steht für die Seele und es steht in Spannung zu Uranus und Uranus ist der Rebell, die Anspannung und der hat immer schon so eine bisschen angespannte Seele und Unruhe in sich und damit auch eine niedrige Reizschwelle und solche Menschen neigen in der Regel zu Affekthandlungen auch, die sie hinterher dann natürlich zutiefst bereuen, aber die halt dann nun mal vorkommen. Finanziell kann man da im Horoskop was erkennen? Also geht es dem irgendwie dann noch gut? Ich habe mir immer das Gefühl, wenn jemand irgendwie wegen Mord oder sonst irgendwas hat, er nicht irgendwie 33,5 Millionen Dollar Entschädigung irgendwie noch abdrücken müssen oder so. Also kann er trotzdem sorglos leben? Sagen wir mal so, also wenn die Uhrzeit von seinem Horoskop stimmt und es sollte wohl nach den Quellen, dann hat er nicht besonders viel Bezug zu Geld. Also er hat und gibt's aus und es ist weg und er hat es einfach immer gehabt. Er ist so ein Typ gewesen, dem das Glück so ein bisschen nachgelaufen ist, zumindest eine Zeit lang. Ja. Na, ich bin mal gespannt. Ich glaube, es ist nicht das letzte Mal, dass wir von ihm irgendwas hören. Wenn er jetzt frei ist, wird die Presse sich bestimmt auch wieder auf ihn stürzen und dann wird man es ein bisschen verfolgen können, wie er damit umgeht. Und vielleicht oder hoffen wir mal, dass er altersmilde geworden ist und dass er wirklich auch ein bisschen zur Ruhe kommt, oder? Ja, darf man gespannt sein, aber er wird natürlich auch durch die Presse jetzt auch wieder versuchen, Geld zu verdienen, das ist ganz klar, durch diese Aufmerksamkeit. Die und dann haut das wieder raus, wie du es gerade gesagt hast. Wahrscheinlich. Mein Lieber, Bayern immer noch bei 35 Grad und Hitze oder wie schaut es aus? Ja, also wir hatten, also vorgestern war es, glaube ich, Abend, ein furchtbares Gewitter, sowas habe ich selten erlebt, also wie er bei euch schon fast täglich ist in Berlin. Aber jetzt ist es wieder richtig heiß. Ja. Dann genießt die Hitze. Heute gibt es für unsere Zuschauer noch ein paar Tipps, wie man den Büroalltag in der Hitze vielleicht ein bisschen besser überstehen kann. Mein Lieber, nächste Woche ist Jenselmann für die Leichter Leben Zuschauer da. Aber wir hören uns dann in 14 Tagen wieder. Und ich freue mich jetzt schon wieder drauf. Freue mich besonders. Bis dann, mein Lieber. Gute Sendung. Alles Liebe. Mach's in gut. Die Heimat. Tschüss ciao, und ciao. Servus. Der Danny, eigentlich ist er ja, ach guck mal, nee, wir aber spielen jetzt. Er hat mich überrascht und er wollte spielen mit der Stefanie Kraleski, also spielen wir halt jetzt mal. Wir spielen. Ein neues Spiel, ja? Müssen wir schreiben? Was müssen wir machen? Das ist nicht wirklich neu. Das ist ja das Schöne. Du weißt wohl gar nichts. Ich habe. Steffi weiß es schon. Ich habe Steffi vor 2 Tagen gefragt, weil man sich dabei ein bisschen vielleicht auch blamieren kann. Und Steffi hat gesagt: Ach komm, das Leben ist bunt, das Leben ist kurz und so weiter. Aber eben, ich kann mich ja nicht weiter blamieren. Es ist jetzt auch nicht so wirklich spektakulär, das Spiel. Man kann auch zu Hause mitmachen, wenn man möchte. Es geht um Buchstabieren. Das heißt, ich sage euch ein Wort. Und zwar genau einmal. Dann schreibt ihr getrennt voneinander auf, wie ihr glaubt oder wisst, dass es geschrieben wird. Und dann nehme ich eure Karten und zeige sie gleichzeitig in die Kamera. Dann gucken wir mal, ob es richtig ist. Oh, das ist sehr peinlich. Findest du? Ja. Ich dachte schon, du sagst, es ist sehr langweilig. Nein, gib mal jedem so einen Stapel Karten. Also Deutsch war mein Lieblingsfach in der Schule, muss man dazu sagen. Ich kann wieder was vorlesen, dass ich da schmule. Das aber oh, wenn ich so einen Deutschaufsatz bekommen habe, war da schon viel... Gut. Bei mir auch. Oh, war ich schlecht. Gell? Ja. Was soll man jetzt auch sagen? Nee. 1 Leistungskurs. Ja, in Holländisch war ich auch nicht so gut. Fangen wir mal an. Erste Wort ist Jacuzzi. Aber so, dass ihr es nicht sehen könnt vielleicht, was der andere schreibt. Ich kann mal so dazwischen lehnen. Ah. S-C-H-A. Guck mal, mein Stift geht schon nicht.
Das ist hier etwas ein bisschen psychologische Ablenkung. Was würden Sie denn zu Hause sagen, wie man Jacuzzi schreibt? Ich hab keine egal, Ahnung. Hauptsache man kann drin liegen, oder? Ich wüsste, keine Ahnung, ja. Keine Ahnung. Also ich habe es schon öfters mal gelesen. Ich würde es jetzt natürlich mit J anfangen, aber wahrscheinlich, Gott, jetzt kommen mir vor wie Nadel oder wie Helena Fürst im Dschungel. Ich wollte gerade sagen, wann kommt hier das Haus der Stars? Gestern kam. Ja, nur ihr habt es noch nicht gesehen. Hast du reingeguckt? Ja. Hast du reingeguckt? Ja. Muss ja der Knaller sein. Echt? Ich gucke es mir heute noch in der Mediathek an. Ja, ich muss es mir angucken. Das Zeitchen bringt mich jetzt hier auch nicht weiter. Wie schreibt man denn Jacqueline? Jacqueline? Q-U-E-L-I-N-E zum Beispiel. Ich weiß es nicht. Also ich kann es. Schreib mir irgendwas. Nee, das geht halt. Das schreibt man mit O. Du bist ein großer Fan des Spiels, kann das sein? Nee, das macht jetzt schon. Mir keinen Spaß. Ja, deswegen. Haben wir mal was gefunden, Spaß. Wo du nicht so gut bist. Nee, macht mir keinen Spaß. So, bam. Zeigen? Ja, aber ich habe ja gar keine Ahnung. Lach nicht. Was ist das für ein Buchstabe? Das ist ein Doppel-S. Sieht man das? Ich glaube, man schreibt es mit einem U drinnen oder so. Echt? Ich habe keine Man schreibt es J-A-C-U-Z-I. Oh, komm, ich war nah dran. Ja. Ja, stimmt. Ehrlich gesagt. Ja, du warst besser. Die Tussi im Jacuzzi. Ich schreibe Whirlpool. Das wäre auch geil gewesen. Man hätte einfach Whirlpool. Ja, das wie du mit deiner Geschichte von deinem Aufsatz. Die können wir mal ein anderes Mal erzählen. Das hätte mir gut so, gefallen. So, nächstes Wort. Hyazinthe. Ich glaube, das ist eine Blume, oder? Ich gehe mal ein bisschen runter. Ja, schreibt man das mit IE? Ich muss mal noch aufpassen wie ein Schießhund. Ja, das. 5, 4. Ja, ist auch falsch. 3. Okay, zeigen. Ist falsch, also es kommt auf jeden Fall. Es ist richtig, bei beiden. Gut. Exakt so schafft man das. Mit Applaus. Ja, aber man kommt total durcheinander, oder? Man hat doch das Gefühl, man macht alles falsch. Sollen wir bei dem. Komm, wir bleiben bei den Blumen. Chrysantheme. Cristiano Ronaldo. Wenn du daneben sappelst, ist es viel schlimmer. Das ist Entschuldigung. Schreibt man das mit M oder N? Chrysantheme? Du schnuschelst so. Sag ja. Mal das. Also du darfst jetzt mal einmal. Ich sag's noch einmal. So, wir zeigen mal. Oh Gott, ich schäme mich schon ein bisschen. Zeig mal. Das sieht eigentlich fast gut aus, weil da fehlt das H, C, H. Und Chrysanthemen. Oh, ich hab's H, C, H. Und M und N ist vertauscht. Andrea hat's richtig. Nee, ja, Chrysantheme mit TH. Chrysantheme, ja. Ist es noch lustig oder sollen wir ein bisschen über das Haus der Stars reden? Synthesizer. Wie schreibt man denn Synthesizer? Hatschi. Ach so. Es gibt ja bei, wenn ich Bücher schreibe, weißt du, ein Autokorrektur. Also, da gibt's ja. Und deswegen weiß man auch nicht mehr, wie die Sachen geschrieben werden. Würdest du so einigermaßen mitkommen oder bist du froh, dass du hier nicht mitstehst? Ich glaube, ich hatte auch ein paar Probleme. Okay. Ja, das ist ja, das, also man hat die. Komm. Danke. Bei beiden. Ach, dann etwas. Nee, ich habe was anderes. Das ist Steffi. Ich habe. Zeiser. Nee. Sizer. Von Sizer, ne? Also S, das SZ habe ich. Sehr nett, dass du es gesagt habe ich vertauscht. Ja. Ah, ich wusste es. Ich wusste, dass was falsch ist, aber ich konnte es nicht erkennen. So, dann was aus dem medizinischen Bereich. Desoxyribonukleinsäure. So, Tschüssikowski. Ich höre auf. Ich finde es jetzt langweilig. Auch für die Zuschauer. Also es macht ja jetzt keinen Spaß mehr. Dann lass uns nachher ein bisschen länger über die Karten, über die Tipps reden. Bitte? Ja, finde ich auch ganz schön. Guck mal, Steffi ist total engagiert und macht weiter. Sie weiß es wahrscheinlich, oder? Ja. Mit Steffi hätte ich gerne so einen Wissenstest. Wie war das gestern in dem Sommerhaus? Aber erzähl mal ganz kurz. Das ist wahrscheinlich ein da bin ich mir gerade nicht so sicher. Wie war denn meine Freundin Helena Fürst? Peinlich wie erwartet. Aber das noch mal ganz kurz für mich, das habe ich nämlich heute erst verstanden. Da sind Pärchen drin, ja? Ja. Also auch nur Pärchen. Ja, reale Pärchen. Ja, jetzt sind sie alle keine Pärchen mehr. Zwei davon sind keine Pärchen mehr und ich kann es verstehen. Im Haus schon oder danach? Danach, aber ich habe gestern wirklich, ich hätte mich beinahe vergessen. Wirklich? Ja, soll ich sagen, ich kann ja den Aurelio überhaupt nicht leiden. Ne? Den konnte ich noch nie leiden. Spoiler-Alarm! Also, ich finde den ganz schrecklich. Ach so, ja. Und ganz, ganz furchtbar. Was hat er denn gemacht? Der ist einfach. Also jetzt gestern? Der ist einfach. Darf ich das sagen? Ich finde ihn asozial.
Ja, das ist ein deutsches Wort. Wie schreibt man das? Moment. Man hört über das gesamte Sommerhaus, dass es ein sehr asoziales Fernsehprogramm sein soll. Deswegen, ich habe es ja nicht gesehen. Ja, deswegen ist es ja so unterhaltsam. Sehr unterhaltsam, ja. Steffi, du erzählst uns gleich noch die wahre Geschichte. In der Zwischenzeit machen wir ein kurzes Werbepäuschen und kommen dann nochmal mit Alexander Grimme, der uns ein bisschen was über Ernährung und die wirklich wichtigen Dinge des Lebens erzählen wird. Jo. Und dann komme ich ja wieder zu dir. Da geht es ja wieder um. Richtig. Die anderen Sachen. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 071 0014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energie. Vom Mediengestalter und Hobbykoch hin zum wirklich jungen Unternehmer, das kann man schon sagen. Du hast den richtigen Betrieb mittlerweile aufgebaut. Denn es sind nicht nur die Kochbücher, die du vermarktest, Alexander Grimme übrigens, sondern es sind mittlerweile auch Ernährungstipps und Ernährungsprodukte, die du anbietest. Genau. Du hast etwas mitgebracht und das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, denn sie werden natürlich auch heute wieder von uns verwöhnt mit einer wunderbaren Verlosung. Und zwar verlosen wir dreimal ein Paket. Das heißt, drei Kochbücher gehen an sie heraus und eine Pancakes, Krispies oder man kann noch etwas anderes backen. Und wie das funktioniert, das erklärst du dann noch. Also hier drei Gewinner gibt es heute. Drei unserer Zuschauer haben die Chance, wirklich ein schönes Paket nach Hause zu bekommen. Wie immer müssen sie 18 Jahre alt sein. Wie immer muss ich darauf hinweisen, dass der Anruf aus dem deutschen Festnetz 50 Cent kostet. Mobil kann es auch teurer werden. Dass sie alles nochmal nachlesen können unter www.astrotv.de und dass wir nach 15 Uhr, also im Anschluss an die Sendung, den Gewinner ziehen werden. Eine Frage müssen sie beantworten. Unter den eingeblendeten Telefonnummern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz können sie mitmachen. Und heute, da wollen wir von Ihnen wissen, auf welche Form der Ernährung hat sich Alexander Grimme spezialisiert. Essen ohne Kohlenhydrate und Essen oder Essen ohne tierische Produkte. Da sieht man gleich, dass der Holländer heute im Studio ist. Naja, bei den Antworten, die sind so vernünftig. Ach so. Weißt du? Also mal vernünftige Fragestellung. Man muss wirklich ein bisschen nachdenken. Aber was auf jeden Fall passiert, wenn Sie Ihren Namen und Ihre Telefonnummer hinterlassen, dann können Sie einer der drei Gewinner sein, die wirklich ein schön aufgemachtes Kochbuch bekommen. Heutzutage muss man sich ja auch unterscheiden. Also auf den ersten Blick schon, dass man heraussticht aus dieser Flut von Kochbüchern. Ich habe vorhin gefragt, was machst du anders als die anderen? Du konntest es selber nicht erklären, aber du hast gemerkt, dass deine Rezepte, deine Ideen gut ankommen. Liegt das ein bisschen an der Geschichte, meinst du, dass du selber eben über deine Rezepte ja zu einem leichteren Leben gefunden hast? Also dadurch sind sie eben sehr authentisch und auch einfach. Also das ist das, was meine Fans und Leser dann auch geschätzt haben. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, ja, also macht sicherlich vielleicht schon auch was dazu, dass es so gut angekommen ist. Warst du schon immer sehr ernährungsbewusst? Also hast du dich, weil Hobbykoch, das steht zumindest auch so ein klein wenig auf deiner Autobiografie drauf. Ja. Also gekocht habe ich immer gern, schon in jugendlichen Jahren mit der Familie zusammen oder mit meiner Oma. Ich war früher oder hatte mehr Gewicht, bis ich eben irgendwann an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich für mich irgendwie was ändern. Aber gegessen und gekocht habe ich eigentlich immer gut und gern. Mhm. Ja. Was ist das Besondere an deinen Rezepten, dass du gesagt hast, ich muss die zusammenstellen? Also hier in dem einen Kochbuch, da geht es um 60 köstliche Rezepte, in dem anderen um 55 Rezepte. Was ist das Besondere an denen? Das Besondere ist eigentlich, zumindest aus den Kategorien, ich habe mehrere Kategorien in den Büchern, also Frühstück, Mittagessen, Abendessen, so das Gewöhnliche. Und diese Rezepte, also die Einfachheit macht es im Prinzip aus. Also ich muss jetzt nicht irgendwelche speziellen Lebensmittel dazu einkaufen, sondern die sind zum Großteil eigentlich alles Rezepte und Gerichte, wo ich in jedem Supermarkt dann die Zutaten dafür bekomme. Dann gibt es die Kategorie Backen in jedem Buch. Beim Backen wird es dann schon ein bisschen spezieller. Das ist dann, würde ich sagen, im Bereich Low Carb auf jeden Fall ein bisschen fortgeschrittener, weil da geht es dann
an ein paar Hürden, die man überwinden muss. Das Mehl muss ersetzt werden. Genau, also solche Dinge sind dann auch Bestandteil davon. Also es ist sehr, sehr schön aufgemacht, das muss man wirklich sagen. Es macht schon wieder Appetit. Also ich schlage jetzt noch mal so ein bisschen oder zeige mal den Zuschauern so ein klein wenig die unterschiedlichen Seiten. Mit Bildern natürlich, das gehört heutzutage dazu. Das Auge will natürlich auch erstmal sehen, wie soll es denn dann aussehen. Ist es ein Rezeptbuch auch für Einsteiger? Das heißt, man muss noch nicht so viel Ahnung haben, weil auch viele einfache Gerichte dabei sind? Zum Kochen auf jeden Fall. Die Beschreibung oder die Anleitung von den einzelnen Kochschritten ist auch was ich von meinen Lesern immer wieder höre, dass es super einfach und kurz und knackig beschrieben ist. Das heißt, für Kocheinsteiger, sage ich mal, ist es auf jeden Fall geeignet. Alles, was den Bereich Low Carb betrifft, natürlich auch. Wobei man da natürlich sagen muss, muss man sich ein bisschen informieren, einfach auch, weil jeder Körper, jeder Mensch ist verschieden. Der eine wiegt mehr, der andere wiegt weniger, der eine ist älter, der andere ist jünger. Das wirkt sich dann nachher alles auf den Energiebedarf von einem Menschen aus. Das muss man natürlich auch mitbedenken und mit einfließen lassen in seine Portionsgröße und das, was auf dem Teller landet. Mhm. Genau. Lohnt es sich heutzutage überhaupt noch, solche Kochbücher rauszugeben? Also gerade im Bereich von Internet, von Instagram? Die Frage habe ich mir auch gestellt. Es ist aber wirklich so, dass immer noch mehr Bücher, gedruckte Bücher verkauft werden. Also gerade wahrscheinlich im Bereich Kochen. Also das, was ich jetzt weiß, ist so eine generelle Statistik. Das nähert sich zwar an, alles was digital und E-Book und Kindle und so weiter betrifft, aber die gedruckten Bücher sind schon noch, also ich mag zum Beispiel auch viel lieber was Festes in der Hand, wenn ich ein Buch lese. Also bei gedruckten Büchern und Romanen, gebe ich ganz ehrlich zu, bin ich umgestiegen, aber wenn es bei einem Kochbuch wäre, dann glaube ich, würde ich schon eher das mit Papier haben wollen, weil es einfach schöner ausgemacht ist. Ne? Es ist auch, also je nach Vorliebe, manche Leute stellen sich gerne mit dem Tablet in die Küche. Manche drucken sich es gern einfach aus dem Internet nur aus oder manche nehmen halt das Kochbuch. Sind es dann mehr Abendgerichte? Weil man ja sagt, ab einer gewissen Uhrzeit sollte man komplett auf Kohlenhydrate verzichten. Stimmt das oder stimmt das auch wieder nicht? Das ist auch wieder ein Thema, wo man wahrscheinlich mehrere Stunden drüber diskutieren könnte. An sich ist das Wichtigste, egal ob Diät oder nicht Diät, sind die Kalorien. Also solange ich weniger Kalorien zu mir nehmen, egal ob ich die morgens, mittags oder abends zu mir nehme. Wenn das gegeben ist, dann nehme ich ab. Ob ich die Kohlenhydrate jetzt, wenn ich welche esse, mittags oder abends esse, hat dann erstmal keine Auswirkung darauf, ob ich jetzt dann am Ende abnehme oder nicht. Das, was mit den Kohlenhydraten nach 18 Uhr oder abends zu tun hat, hat dann eher damit zu tun, was der Körper in der Nacht macht. Also der Körper ist ja auch nachts aktiv, verbrennt nachts auch Fett. Und das ist eben einfach, das funktioniert optimierter, wenn ich am Abend eben weniger Kohlenhydrate und dann eher Fett oder Eiweiß zu mir nehme. Natürlich auch bei dir aufgeführt, also natürlich wie lange die Gerichte brauchen, um sie dann irgendwann mal auch essen zu können. B ist auch wirklich ganz genau erklärt, wie viel Eiweiß, wie viel Fette, wie viel Kalorien in jedem Essen enthalten sind. Und man kann auch kohlenhydratfrei einen Cheeseburger sozusagen essen. Du hast ja gerade gesagt, es gibt viele Dinge, die dann eben ersetzt werden müssen. Und da bist du dann auf diesen nächsten Bereich gekommen, dass du eben Nahrung oder Produkte auch auf den Markt bringen wolltest, um es den Leuten einfacher zu machen? Genau, es war im Prinzip wie bei dem Buch, dass der Anstoß zu diesem neuen Feld eben auch von den Lesern oder von den Fans von Facebook herkam, die mich einfach gefragt haben, sag mal, jetzt hast du hier deine Rezepte, wo kann ich denn die Lebensmittel dazu kaufen, wenn es jetzt zum Beispiel in irgendwelche spezielleren Richtungen gegangen ist. Die Kritik habe ich dann aufgenommen, habe mich dann auf die Suche begeben und habe einen Bäcker mit Mühle als Partner gefunden, mit dem ich zusammen jetzt Produkte entwickle und dann eben auch verkaufen kann. Ist im Prinzip eine ziemliche Fülle an Produkten, die inzwischen da jetzt entstanden sind. Also da gibt es wirklich eben Mehlersatze zum Beispiel zum Backen. Es gibt spezielle natürliche Zuckerersatzstoffe, die zum Teil vom Körper überhaupt nicht verstoffwechselt werden, die sich dann zum Backen eignen.
Genau, wir gucken gerade auf deine Internetseite, da sieht man ja wirklich, also, dass das alles aufgemacht ist in einem Shop. Das heißt, man kann wirklich dort einkaufen, man bekommt dann die Produkte nach Hause geliefert. Genau. Man kann natürlich dort auch dein Kochbuch bekommen, um zu gucken, wie kann man es dann umsetzen. Passen die Produkte dann eben auch zu dem Kochbuch oder ist es unabhängig? Ich habe zum Teil den Rohstoff an sich im Shop, zum Beispiel Mandelmehl oder Kokosmehl oder sowas, aber habe eben auch Fertigbackmischungen, die nur noch angerührt werden müssen mit den verschiedenen Zutaten, zum Beispiel auch für Pancakes. Und mein Partner, mit dem ich das zusammen mache, wie gesagt, der ist ein Bäcker, der hat eine Mühle, der hat Öfen und da auch die Erfahrung. Und da backen wir zum Beispiel auch so Low-Carb-Cracker, die Krispies, oder backen auch wirklich Brot. Das wir dann portioniert auch verkaufen. Also manche Leute bestellen sich dann lieber das gebackene Brot abgepackt, die anderen backen das lieber. Aber alle Rohstoffe an sich, die dann in meinem Buch oder in den Büchern vorkommen, kann man natürlich dann auch im Shop einkaufen. Großartige Bücher. Heute dürfen wir auf jeden Fall 3 Stück verlosen. Einmal geht es um 60 neue köstliche Low-Carb-Rezepte, einmal um 55 Low-Carb-Rezepte. Und Sie bekommen auch noch mal zum Ausprobieren das, was Sie im Internet bestellen können, nämlich Produkte von Alexander Grimme. Wie gesagt, einfach bei uns auf den Anrufbeantworter sprechen. Bist du manchmal erstaunt darüber, also wie sich das Verhältnis zum Essen in den letzten Jahren geändert hat? Also ich erinnere mich, 90er Jahre oder wann ist Bioleck? Steffi, du weißt sowas doch auch immer, ne? Bioleck mit den ersten Kochsendungen war doch eigentlich nur Bioleck, oder? Der am Anfang so gekocht hat und auf einmal schwemmt da so eine Flut rüber. Heute kann man jeden Tag von morgens bis abends Kochsendungen verfolgen. Ja, also Trend würde ich so Low Carb Trend oder gesunde Ernährung, Trend würde ich schon gar nicht mehr nennen, weil dazu es hält schon viel zu lange an. Es gehört eigentlich zum normalen Leben mit dazu, genau, jetzt schon. Ne? Genau. Bewusste Ernährung halt. Ne? Ich komme gleich nochmal zu dir, Alexander. Also ich finde das, ich habe ja öfters mal Kochbücher, aber während ich das jetzt gerade hier durchgeblättert habe, gab es mindestens 4 oder 5 Gerichte, die mich wirklich so angesprochen haben, weil es mir auch mal wieder gut gefällt, dass es eben um ausgewogene Ernährung geht, dass es eben nicht nur um eine Richtung geht. Also du hast für Veganer und für Vegetarier natürlich auch Rezepte, aber eben auch für Menschen, die ja ein bisschen mehr noch wollen. Genau. Ja, ich komme gleich noch mal zu dir. Jetzt geht es um die wahre Geschichte mit Stefanie Gralewski. Die wahre Geschichte heute, Elke Wehner, Questico-Beraterin. Und damit Sie wissen, wer die Dame ist, über die wir jetzt reden, gibt es ein kleines Filmchen. Dann haben wir schon mal den ersten Eindruck. Mein Name ist Elke Wehner. Ich lege seit 40 Jahren Karten. Mit Hilfe der Kipperkarten und meiner Intuition beantworte ich Ihre Fragen. Meine Fähigkeiten wurden mir von meiner Großmutter vererbt. Liebe und Partnerschaft sind meine Schwerpunkte. Aber genauso einfühlsam und präzise berate ich Sie bei allen anderen Problemen, die Sie auf dem Herzen haben. Durch meine Gabe konnte ich schon vielen Menschen weiterhelfen, ihnen sogar in den schwierigsten Situationen Wege aufzeigen, ihre eigene innere Mitte wiederzufinden. Rufen Sie mich doch einfach an. Ich freue mich schon jetzt auf ein liebevolles Gespräch mit Ihnen. Ihre Elke. Elke Wehner hat jemandem weitergeholfen. Darum geht es heute in der wahren Geschichte. Genau, und zwar aus im Zukunftsblick für August, so rum, steht die Geschichte drin. Und zwar geht es diesmal um eine... Im Begleithäftchen. Oh, natürlich. In der zweiten Zeitschrift sozusagen, genau. Im Zukunftsblick, genau. Und zwar geht es diesmal um die Anna. Du weißt ja, ich sage das ja gerne auch nach meiner Sommerpause nochmal dazu. Die Namen sind natürlich geändert, damit wir anonym unsere... Mein Gott, heute habe ich einen Knoten in der Zunge, siehst du? Ich könnte es übernehmen. Ja, bitte. Also, die Namen sind geändert, damit die Anonymität natürlich bestehen bleibt. Aber die Geschichte, die hier erzählt wird, die ist natürlich real. Jawohl. Auch das Alter und Jawohl. Der Ort, die stimmen ebenfalls. Sehr schön, wunderbar. Kannst du den Rest auch? Nein, Spaß. Nein. Also, und zwar geht es so darum, wir hatten das ja vor einer Weile auch schon mal, dass der Zukunftsblick ja auch wirklich was für Menschen ist, die sich esoterisch so gar nicht eigentlich interessieren, die sich sonst für sehr ganz bodenständig halten. Und so war das diesmal auch. Mit der Anna war das auch.
auch so. Sie hat sich eigentlich sonst gar nicht dafür interessiert, hat aber gemerkt, dass sie ein Problem hat, mit dem sie nicht weiterkommt und hat gesehen, dass dort ganz viele Berater drin stehen und ist dann bei der Ecke hängen geblieben sozusagen, fand das Profilbild sehr nett, hat sich dann das Profil angeschaut und so weiter und ist dann letztendlich dort gelandet. Das Problem bei der Anna war folgendes. Sie hat, als sie ungefähr 20 war, in Australien auf einem beruflichen Projekt einen tollen Mann kennengelernt, mit dem sie dort auch eine gute Art Beziehung hatte. Und er wollte halt, dass sie gern nach Australien kommt. Sie wollte, dass er nach Deutschland kommt. Es hat alles nicht so richtig funktioniert. Es war ein ewiges Hin und Her. Und sie hatten immer Kontakt, ja, so ganz sporadisch, immer mal wieder. Jeder hat dann irgendwann eine eigene Familie gehabt. Australien, ne? Ist ja auch wirklich für eine Fernbeziehung schwierig. Ein bisschen. Ein bisschen. Die haben auch beide dann anderweitig geheiratet. Die Anna hat auch ein Kind bekommen. Und das war schwierig. Und trotzdem ist der Kontakt nie abgerissen. Mhm. Sie hatte so das Gefühl, so miteinander können wir nicht leben, aber ohne einander irgendwie auch nicht. Und dann hat sie die Elke angerufen, weil das war wirklich, was sie sich wirklich beschäftigt hat. Und das kannst du ja auch keinem erzählen. Also sie konnte das zumindest keinem erzählen. Und die Elke hat erstmal zugehört. Ja, also das Ganze hin und her sich angehört und hat auch unterstützt, dass die Anna sich wirklich aussprechen konnte. Manchmal ist das auch ein bisschen schwierig, weißt du, da finden wir gar nicht die richtigen Worte für die Emotionen und so. Und die Elke, die ist psychologische Beraterin und arbeitet auch mit Karten und dadurch konnte sie dann ganz viel rauskitzeln, konnte aber auch ganz viel erklären, warum der Mann Brian sich so verhält, ne? Warum er auch den Kontakt nicht abreißen lassen kann. Und dann hat die Elke gesagt, pass auf, aber es hat eine Chance, aber über sehr viel Geduld und über einen ganz, ganz langen Weg. Ja, was ist passiert? Erstmal gar nichts. Ja, weil es hat sich erstmal nichts geändert, der Kontakt ist sogar abgerissen. Es hat sich im Prinzip nichts geändert. Und dann hat sie natürlich, hat die Anna den Kontakt zu Elke abgebrochen, weil, mein Gott, was hat die da für einen Schmarrn geredet, ne? Um bei deinem Wort zu bleiben. Bei meinem Bayerischen, weil die Anna kommt ja auch aus München. Richtig, genau. Sie versteht Schmarrn schon. Ja, da war die Anna nämlich, also war die Geduld am Ende. Und eine Zeit später hat er wieder Kontakt aufgenommen. Und dann kam er sogar nach Deutschland und dann haben die hier wirklich eine Zeit lang in einer Beziehung gelebt. Ja, also genauso wie die Elke das auch gesagt hat. Es war aber schwierig, weil irgendwann hat er wieder angefangen zu sagen, Mensch, ich möchte aber doch, dass du lieber nach Australien gehst. Das wollte die Anna aber nicht, weil pubertierendes Kind, Beruf hier, ne, das, weißt du, das geht auch dann gerade mit Kind nicht so einfach. Und dann war es wieder schwierig. Und jetzt haben die immer noch Kontakt, es ist immer noch schwierig, es ist noch nicht alles wieder gut. Aber die Anna hat jemanden, mit dem sie sich austauschen kann. Und sie ist fest davon überzeugt, dass am Ende alles gut wird, weil die Elke einfach da wirklich sie unterstützt und sie da wirklich auch positiv denken kann. Und es geht eben manchmal im Freundeskreis nicht so gut wie jemand, der eben außenstehend ist, wie wir es von Michael ja auch gehört haben. Genau. Ne? Freunde, die interpretieren natürlich in die Geschichte was ganz was anderes. Absolut. Während ein Außenstehender wirklich mit einem anderen Blick drauf schaut. Genau, und wir verraten auch nichts. Und das ist wirklich ganz anonym, dass wir die Geschichten hier erzählen dürfen. Ja, das erstens haben die Kunden uns das erlaubt, die Anrufer uns das erlaubt. Und wir anonymisieren das auch. Mhm. Aber weißt du, du weißt nie, wenn du deiner Freundin was erzählst, ob es nicht vielleicht doch rauskommt. Ja? Und bei uns Beratern kann das nicht passieren. Da hoffe ich mal, dass es irgendwann noch mal ein Teil 2 der Anna-Geschichte gibt, die dann mit einem Happy End endet. Genau. Sommerpause vorbei. Wie hast du denn, weil es war ja auch zwischenzeitlich in Berlin, auch wenn es monsunartigen Regen gab, doch auch sehr, sehr heiß. Mhm. Gibt es von dir irgendwie so einen kleinen Tipp für unsere Zuschauer, was man machen kann, damit man die Hitze besser übersteht im Arbeitsalltag? Naja, es gibt so diese Tricks, dass man sich ein kaltes Handtuch in den Nacken legt. Ne? Das hilft zum Beispiel ganz gut. Ich bin ja gelernte Fremdsprachensekretärin. Ich habe ja früher im Büro gearbeitet und durchaus auch bei so heißen Tagen und sitze heute auch am Schreibtisch, wenn es so warm ist. Aber da kann man ein Handtuch in den Kühlschrank legen oder in den Tiefkühler und sich das in den Nacken tun. Und das ist schon echt gut. Mhm. Auch nachts, ne? So ein kleines, dünnes Leinentuch zum Beispiel ins Gefrierfach und dann abends damit zudecken, das ist ganz schön. Ist in Berlin auch so eine Mückenplage, also schlimm. In der Stadt? Bei uns draußen auch. Ganz schlimm. Ganz schrecklich, oder? Also diese Mücken dieses Jahr, aber darum geht's nicht mit dem Danny, sondern es geht um weitere Tipps, wie man den Büroalltag bei 30, 35 Grad ein bisschen besser überstehen kann. Ach, guck mal. Wir waren es nicht. Guck mal. Kleiner Handventilator, ja? Ja, den habe ich mir von einer Kollegin drüben von Vivado ausgeliehen. Ach, im Ernst? Ja, da sitzt jemand drinnen, ja? Also, da sitzt jemand drin. Da sitzt keiner drin. Nein. Da sitzt jemand.
Da sitzt wirklich jemand vor dem Computer und hat den, ja, mit USB-Kabel. Cool. Ja, das ist nämlich perfekt fürs Büro. Braucht man keine andere Stromquelle. Computer gehört ja eigentlich dazu. Und der bläst auch ganz ordentlich. Mhm. Das finde ich lustig. Also auch hier wieder, ne, was die Technik so alles mit sich bringt. Cool. So, das war ja deine Idee, was ich toll fand. Ich habe mir im Internet geschaut. Erstmal kurz Statistik. Höchste je gemessene Temperatur in Europa war am 10. August 1999 in Italien 48,5 Grad. Uhu. Krass. Und jemals gemessene höchste Temperatur seit Aufzeichnung der Wetterdaten in Nordamerika im Death Valley am 10. Juli 1913. Was schätzt du, wie viel? Naja, wenn es da schon 48 waren, dann waren es da 65 oder sonst irgendwas. Aber ist ja Wüste, da wohnt ja auch wahrscheinlich keiner. Nee. 56,7. 56. Ich bin ja ein Zahlenlegastheniker. Ich wollte eigentlich 56 und 65 gesagt. Na klar. Wie mit dem Buchstabieren, das hast du ja auch. Bin ich wirklich? Ich bin wirklich ein Zahlendegastheniker. Du könntest mir keine Telefonnummer einfach mal so sagen, wenn du jetzt sagen würdest 01, blablabla, hätte ich totale Schwierigkeiten. Also du musst mir Zahl für Zahl die Nummer sagen. Sonst, wenn du 69 sagst, habe ich Schwierigkeiten, 69 aufzuschreiben. Gehörst du zu den Leuten, die sich ihren PIN auf die Bankkarte draufschreiben oder alle 3 Monate eine neue Karte brauchen? Ich erzähle natürlich nicht, wo ich meinen PIN aufschreibe, aber natürlich schreibe ich ihn auf. Echt? Natürlich. Und nicht nur einmal. Ich habe noch eine kleine Anekdote zum Thema, weil es geht ja heute um Hitze im Büro oder was man dagegen macht. Ich bin an meinem allerersten Berufstag in meinem Leben tatsächlich direkt in Ohnmacht geflogen. Das war der 1. Juli 1993. Ich habe im Krankenhaus angefangen zu arbeiten. Ich habe wenig geschlafen, weil ich aufgeregt war. Bin dann in so ein Zimmer rein, wo 3 Leute die Weisheitszähne am Tag davor rausbekommen haben. Man kann sich vorstellen, wie es da gerochen hat. Gelüftet wurde auch noch nicht. Und dann bin ich tatsächlich direkt... Dehydriert vielleicht, weil ich denke mal, einer der Tipps, den du heute wahrscheinlich auch geben wirst, ist viel trinken. Ne? Richtig. Wir fangen mal mit dem Zuhause an, weil das kann man im Büro ja nicht machen, mit dem richtigen Lüften. Das heißt, man lüftet am besten bis 8.30 Uhr. Da ist die Sonne noch nicht so hoch, da ist noch nicht so warm. Und nach 8.30 Uhr macht man am besten alles zu. Und auch die Vorhänge zu. Metallschalousien sind am besten, weil die reflektieren die Sonne nach draußen. Sonne draußen lassen ist der beste Tipp. Dann ein Tipp, den du ganz toll fandest. Eisschlappen. Also hier steht, frischer Effekt für die Füße. Einfach Einlegesohlen über Nacht in den Kühlschrank oder Eisfach legen und tagsüber in die Schuhe gehen. Das fand ich lustig. Also ich habe es nie ausprobiert, aber ich fand es fängt schon mal damit an, dass ich nichts, was an meinen Füßen ist, in meinem Kühlschrank oder Eisfach haben möchte. Bei mir würde das gehen. Füße sind frisch und sauber. Mhm. Und dann glaube ich, dass du, wenn du in den Schuh steigst, was glaubst du, wie lange dieses Ding kalt bleibt? Nicht lange, natürlich nicht. Es geht ja um eine kurze Erfrischung. Ne, da kann ich auch... Ja, okay, ist halt in der Outliste dann, also sehr funktioniert gut. Halt nicht. Einen tollen Tipp finde ich, Siesta halten, aber es steht auch dabei, wer es sich jobtechnisch erlauben kann, legt sich aufs Ohr. Ja, wer kann das schon? Wer kann denn zwischen 12 und 15 Uhr sagen, nach mir die Sintflut, ich bin jetzt erstmal raus? Du zum Beispiel, haben wir doch alle schon gesehen gerade. Du kannst das, Chefin ist gerade im Urlaub, hier tanzen die Mäuse auf den Tischen. Richtig trinken, Getränke dürfen im Sommer nie zu kalt sein, eher so ein bisschen unter Zimmertemperatur. Weil man sonst tatsächlich noch mehr schwitzt. Das ist ja auch der Tipp von den Beduinen in der Wüste, dass man eben, dass die auch heißen Tee trinken. Kaffee soll man übrigens auch nicht trinken, weil Koffein die Gefäße verschließt und dadurch den Blutdruck steigert und man auch mehr schwitzt. Auch ein Wahnsinnstipp für die Arbeit, Mini-Pools aufstellen. Also sowas wie du machen wolltest, einen Topf nehmen oder sowas, so eine Wanne. Ja, aber das finde ich wirklich. Also einen Eimer kriegst du überall für 99 Cent oder so und dann hast du einen Eimer irgendwie unter dem Kühlschrank. Und dann, einen Eimer unter dem Schreibtisch und dann sitzt du da mit, hast kaltes Wasser da drinnen, vielleicht ein paar Eiswürfel. Und dann musst du mal aufstehen und irgendwo hin. Eiswürfel und dann, nein, das ist total cool. Also das finde ich, wäre wirklich ein guter Tipp. Ja, aber so wirklich praktikabel ist es ja auch nicht. Natürlich, die meisten sitzen 8 Stunden. Die sind nicht so Rumlaufer wie du, sondern die sitzen 8 Stunden vorm Computer. Ja. Da finde ich das eine gute Idee. Dann ist es eine gute Idee, wenn man nicht aufstehen muss. Auf dem Amt zum Beispiel. Die ganzen Beamten, die haben das. Von denen habe ich es ja. Liebe Beamte in Berlin, ich liebe euch. Wenn ich einen Termin bekomme, nach 4 Monaten. Ein Tipp, auf den ich ums Verplatzen nicht gekommen wäre... Die Kleidung anpassen. Wahnsinn, oder? Tragen Sie luftige Klamotten am besten aus Leinen oder Baumwolle. Da muss man erst mal drauf kommen. Körpersymptome ernst nehmen, da sind wir jetzt nicht bei den Tipps, wie man es vermeiden kann, sondern worauf man achten sollte, wenn es eben so heißt, Übelkeit, Schwindelgefühl, Benommenheit, alles Zeichen für einen drohenden Hitzekollaps. Wärmflasche umfunktionieren, das fand ich ganz interessant. Und zwar, dass man sie nämlich mit Wasser füllt, ins Eisfach legt.
Auch eine gute Idee. Auch das Gute ist, die ist aus Gummi, die kann ja nicht platzen, wie es andere Sachen machen. Und wenn, ist es nicht so schlimm, wie wenn sie heiß wäre. Genau, und dann einfach ein Handtuch drunter und da die Füße drauf machen. Mhm. Auch ein guter Tipp. Oder die einledige Sohlen. Hut aufsetzen, nee, klar. Also, dann geht es um richtig bewässern. Zwischendurch sollten Sie immer mal wieder für 30 Sekunden kaltes Wasser über die Unterarme laufen lassen. Finde ich auch ein super Tipp, weil es wirklich am maximalsten erfrischt. Ich weiß nicht, ich glaube, weil hier die Gefäße halt sehr unter der Haut liegen. Und dann, wobei man ja auch immer sagt, also das habe ich gelesen, fand ich ganz interessant, mache ich auch wirklich nicht. Dieses Kaltduschen an solchen heißen Tagen bringt auch gar nichts. Ist nur eine kurzfristige Abkühlung. Eigentlich sollte man lauwarm duschen, weil der Körper sich einfach besser an die Temperaturen ranreguliert und man eben nicht so schnell wieder ins Schwitzen kommt. Fand ich auch ganz interessant. Hat auch wieder einen biologischen Effekt. Durch die Kälte ziehen sich die Poren zusammen. Das heißt, der Körper kann gar nicht abschwitzen und danach schwitzt man umso mehr. Umso mehr, ja. Auch ein guter Tipp noch, Medikamente checken. Es gibt nämlich Medikamente, Antibiotika etc., die ab einer gewissen Temperatur, die man auf jeden Fall in den Kühlschrank legen sollte. Fand ich auch lustig. Tipp 26. Achso, das sind übrigens Tipps von wetter.de. Da haben wir die gefunden von den Kollegen. Tipp 26, das Auto stehen lassen. Im Wagen staut sich nur die Hitze. Holen Sie lieber das Fahrrad aus dem Keller und genießen Sie den Fahrtwind, zwar auf dem Weg zur Arbeit, während Sie sich totschwitzen beim Fahrradfahren. Schöner, heißer Föhnwind, der einem entgegenstrahlt. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, was mir wesentlich lieber ist, ist es ein bisschen zu schwitzen, als zum Beispiel hier so Ventilatoren aufzustellen oder Klimaanlagen. Finde ich auch im Sommer immer sehr, sehr anstrengend. Ja. Auch wenn man einkauft geht, alles ist klimatisiert, ja, dann kommst du wirklich raus, dann läufst du wieder gegen diese Hitzewand. Also wirst du doch krank, oder? Also ja. Eigentlich sind wir durch mit der Zeit, aber du bist einfach noch ein bisschen da und wir können ja ab und zu mal rüber gucken, weil es soll ging ich das mal probieren? Ja, ich finde das ganz lustig, weil es ging um diese Lifehacks, die Sie bestimmt auch schon im Internet gesehen haben. Genau, wir testen das insofern, weil ich es auch noch nie gemacht habe. Genau, wie man eine Melone am besten und einfachsten aufschneiden kann, um sie zu verzehren. Komm, einmal muss er sein, oder? Ich habe eine Wassermelone getragen. Heute ist nämlich der Tag der Wassermelone. Hast du gesagt, ich dachte, ne? Der Tag von Dirty Dancing. Und ich wollte gerade drauf springen auf deinen Arm und du hättest mich hier rüber tragen können. Nein, zu viel des Guten. Ja. Was soll ich machen? Achso, Danny soll mich auf... Na, das schafft er nicht. Soll ich auf dich drauf springen? Das schaffe ich, ja, genau. Ich würde es schaffen. Einmal noch den kurzen Hinweis auf unsere heutige wunderbare Verlosung. Denn darüber haben wir gar nicht geredet. Ich finde ja, was wirklich auch bei heißen Temperaturen wesentlich besser ist, ist eben auch auf die Ernährung zu achten und sich ausgewogen und auch leicht zu ernähren. Und darum geht es heute. Essen ohne Kohlenhydrate, wobei auch sehr, sehr... deftige Gerichte in dem Buch enthalten sind, auch wenn keine Kohlenhydrate drin sind. Drei Kochbücher plus dazugehörige Lebensmittel, so kann man schon sagen, können Sie heute gewinnen. Wir wollen heute eine Frage von Ihnen beantwortet bekommen. Auf welche Form der Ernährung hat sich Alexander Grimme spezialisiert? Und du bist kein Märchenerzähler, ne? Nein. Ich musste ihn irgendwie. Der ist mir schon seit 14 Uhr, kommt er in meinem Kopf. Sie haben die Telefonnummern gesehen, Sie wissen, was Sie tun müssen. Sie wissen, dass der Anruf 50 Cent kostet. Und lesen Sie es einfach bei AstroTV nochmal nach, wenn Sie sich unsicher sind. Lebensmittel, Pancakes zum Beispiel. Also es gibt Produkte, da ist es, weil du da auch selber einfach so ein bisschen deine eigene Geschmacksnote mit reinbringst und sagst, auf Pancakes mag ich nicht verzichten. Es muss eine Möglichkeit geben, die einfach auch kohlenhydratfrei herzustellen. Genau. Also das ist in dem Fall jetzt eine Backmischung. Da kommt dann einfach noch Eier dazu, sowas, was man jetzt eben in der Mischung nicht mitverkauft. Anleitung, wie das alles zu handhaben ist, steht immer auf der Packung mit drauf. Das mischt man einfach in der Küche an und dann ist der Teig für die Pancakes auch schon fertig. Bei den Pancakes zum Beispiel ist jetzt das Einzige, wo man darauf achten muss, dadurch, dass das Mehl eben nicht mit drin ist, muss man sie langsam backen in der Pfanne und eben vorsichtig wenden. Aber wenn sie dann einmal fertig sind, kann man da auch noch ein paar Beeren dazu essen oder Obst. Dann sind die durchaus sehr, sehr lecker. Und du hast ja auch wirklich die Zubereitungs-, also Rezeptideen, Zubereitungen stehen auch wirklich auf diesen Verpackungen drauf. Es ist im Endeffekt ja wieder etwas für uns alle, denn wir lieben ja Tipps. Also jeder von uns, glaube ich, braucht ab und zu Tipps, auch wenn wir heute Tipps weitergegeben haben, was das Büro anbelangt. Ja. 90%, 95%, 98% kannte man, aber vielleicht ist einer hängen geblieben und sagt, den probiere ich jetzt einfach mal aus. Oder man denkt sich, jetzt probiere ich den mal aus, weil es einfach ganz gut ist. Und genauso ist es eigentlich im Bereich Ernährung auch. Wir alle wissen ja, wie gesunde Ernährung aussieht. Wir alle wissen ja, dass wir darauf achten müssen. Aber wenn es... Hat geklappt, Danny? Nee. Du,
Ich glaube, das war auch so nicht geplant. Entschuldigung. Den kann man auch nichts alleine machen lassen. Melone übrigens auch ein schöner Tipp, in den Kühlschrank legen, auch eiskalt. Da kommt sie her. Machen genau. Die dann, manchmal kann man die auch so aushöhlen, dann machen die roten Wackelpudding rein. Fand ich auch sehr lustig. Aber wir schweifen schon wieder ab. Danny übrigens auch ein sehr, sehr kritischer Mann, der aber auch gerne isst und gerne auch Genuss zu sich nimmt, hat auch gerade gesagt in der kurzen Pause, das, was man dir wirklich wieder sagen muss, ist die Kochbücher wahnsinnig interessant und gut, klar aufgemacht, sowie deine Internetseite auch. Also man muss heutzutage natürlich schon auch den neuen Zeitgeist entsprechen und sagen, ja, worauf legen die Menschen heutzutage Wert? Genau, also speziell Bilder, was in Kochbüchern oft ein Thema ist, höre ich immer wieder, dass viele Leser es super gut finden, dass eben jedes Rezept mit sehr, sehr vielen verschiedenen Bildern eben bebildert ist, dass man sieht, wie sieht das Ganze auch wirklich aus, wenn es nachher fertig ist oder vielleicht auch mal zwischendrin. Wie ist der Zwischenschritt oder so, auf was muss man achten, wenn es was Besonderes gibt? Mhm. Ist auf jeden Fall ein Feedback, das öfters zurückkam zu den Büchern. Ja, und was ich auch immer ganz schön finde, ist, dass man ja immer sagt, naja, wenn man sein Hobby zum Beruf macht im Endeffekt, ja, dann ist es eigentlich auch gar keine Arbeit mehr. Denn ich glaube, als Mediengestalter hast du schon viel Arbeit gehabt, aber jetzt mit den neuen Medien, das alles aufzuziehen, das bedeutet, man hat wahrscheinlich doppelt und dreifach so viel Arbeit, auch wenn es immer so einfach aussieht, weil man sich immer denkt, ach, der macht doch gar nichts, aber du bist YouTube-mäßig zu erreichen, du bist bei Instagram, du bist bei Facebook, also überall, wo man Hilfe braucht, kann man dich finden. Genau, also das ist wirklich ein Fulltime-Job. Ich muss Instagram immer befeuern mit aktuellen Bildern, mit aktuellen Rezepten. Ein Buch ist auch nicht von heute auf morgen mal rausgehauen. Nee. Dann muss man zwischendrin natürlich noch kochen. Wenn es geht, noch ein Video dazu machen. Neue Rezepte sich neue ausdenken. Neue Rezepte überlegen, genau. Was auch nicht so ganz einfach ist, wenn man jetzt schon mal so einen Grundbereich abgedeckt hat. Da muss man sich auch erstmal überlegen, hey, was mache ich jetzt? Landet auch einiges irgendwie, misslingt auch was oder probieren wir es dann noch zu retten? Misslingt auf jeden Fall auch was, das gehört auch dazu. Also manchmal versuche ich irgendwas Neues zu backen oder probiere auch manchmal irgendwelche anderen Rezepte aus. Und die gelingen dann einfach nicht. Da muss man sich dann überlegen, was macht man damit. Manchmal muss man es wegschmeißen, das ist dann ein bisschen blöd. Aber so ist es halt, wenn man dann neue Sachen ausprobiert. Alexander Grimme, im Goldmann Verlag sind die Bücher erschienen. Sie sollten auf jeden Fall mal auf die Internetseite gucken. Die ist toll gemacht mit tollen Rezepten. Wollen wir mal, also kommst du rüber zu uns, ich wollte rüber zu dir. Aber wir wollen jetzt natürlich noch mal kurz gucken, ob es geklappt hat hier mit den... Also ich muss sind nämlich ja auch schon schöne mit dem Buch, bitte. Da läuft es schon. Da läuft es schon. Boah, jetzt macht der mir hier den Sitz dreckig. Ich meine Karten! Ganz ich nur die eine. Oh. Ehrlich sagen, ich bin... Du sitzt total im Wassermelonenwasser. Überrascht. Ich meine, das ist jetzt, wenn man jetzt allein oder zu zweit ein bisschen Melone essen will, wahrscheinlich man kann eine halbe machen. Aber so für eine Party auch, der sieht jetzt schon ein bisschen zerflattert aus, aber das funktioniert super. Ernsthaft? Also du hast sie eigentlich nur... Einmal, ich habe sie halbiert und dann einmal so, zack, zack, zack. Und dann so, zack, zack, zack. Jetzt haben wir so schöne Sticks. Mundgerecht, handgerecht. Man hat nicht dieses mit dem, wo man dann sich so... Ja gut, also esse ich wahrscheinlich auch nur. Nein, aber du hast ja recht. Normalerweise Melone ist eigentlich... Ja. Ist ein Tipp, den habe ich schon tausendmal gesehen im Internet, aber er funktioniert tatsächlich. Großartig. Bam. Da hast du mal einen wirklich guten Tipp gegeben. Von dir. Wer kam auf die Idee? Achso, ja, war ja meine. Genau. Und das auch mit Käse geht. Und im ganzen Block. Ja, klar. So, jetzt essen wir hier oder wir lassen zugucken. Ja, aber Melone ist auch was total Gutes. Ja, viel Flüssigkeit natürlich. Auch ein bisschen Zucker, was Energie bringt. Man darf aber auch nicht vergessen, Mineralien zu sich zu nehmen, wenn man viel schwitzt, Salz und so weiter. Guck mal, Paul Bocuse hat einen schönen Spruch. Können wir den noch mal kurz sehen? Den fand ich nämlich wirklich ganz schön. Am Anfang musste ich ihn erst noch mal lesen und dann noch mal lesen. Aber dann habe ich ihn verstanden. Viele Menschen haben das Essen verlernt, sie können nur noch schlucken. Mhm. Ich musste... Ja. Kurz denken, aber eigentlich ist es recht, denn es hat was mit Genuss zu tun und deswegen genießen wir jetzt unsere Wassermelone. Und Sie haben vielleicht das Glück, auch hier ein bisschen Essen ohne Kohlenhydrate zu genießen, indem Sie nochmal an unsere Verlosung denken. In diesem Sinne, haben Sie einen schönen Donnerstag. Tipps, wie Sie den gut über, also rumkriegen können, selbst im Berufsleben, haben wir Ihnen heute gegeben. Mhm. Wertvolle. Mhm. Sehr wertvolle. Top.
Bis morgen. Tschüss. Vielen Dank, Alexander. Ciao. Cheers.